auf den ersten Blick irritierend, vielleicht auch wegen dieser Karikatur im Hintergrund auf dem Flyer, die vorhin gezeigt wurde. Mancher wird vielleicht im ersten Moment gedacht haben, pietätlos? Fragezeichen. Bei einem längeren Nachdenken werden wir aber sehr schnell, und ich hoffe, das können wir heute spüren, zu dem Ergebnis kommen, dass das Sterben Teil des Lebens ist. Und als Teil des Lebens ist der Humor auch eine Konstante, die hoffentlich unser Leben auszeichnet. Die Schirmherrschaft hat wie seit vielen Jahren unser Sozialminister, der hessische Sozialminister Stefan Grüttner übernommen. Er bedauert wegen Terminproblemen diesmal nicht anwesend sein zu können, hat aber ein Grußwort geschickt, das ich Ihnen hiermit verlesen möchte. Mit Ihrer guten Zusammenarbeit demonstrieren Sie genau die Art und Weise, wie die unterschiedlichen Professionen, das Hauptamt und das Ehrenamt, in der jeweils individuellen Begleitung eines sterbenden Menschen gemeinsam im Sinne des Sterbenden agieren sollten. Haben Sie herzlichen Dank dafür. Irgendwann ist immer mal der letzte Tag, ja, bei einem Date. Das kommt jetzt bei mir etwas öfter vor. Ich nehme das mit Humor, um auf das Thema einzugehen. Und natürlich ist der letzte Weg ein Weg, der eben nicht nur zu humoristischen Betrachtungen Anlass bietet, sondern der natürlich auch ungeheure Anforderungen an einem stellt. Und die größte Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, ist eigentlich die, dass ich sagen konnte, wir haben auch viel gelacht. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Christian Heeg. Ich arbeite in einem ganz unblutigen Bereich im Uniklinikum in Münster. Ich bin als Kulturreferent. So was gibt es? Ja, wie leiste ich das? Ich mache Veranstaltungen für Kinder, gehöre zu den Vätern der Klinik-Clowns-Bewegung. Wir haben mit dem Thema Humor in der Sterbebegleitung natürlich eine Thematik, ein Problem, was für Außenstehende erstmal verwirrend ist oder irritierend ist. Denn Humor verbinden wir in der Regel nicht mit dem Thema Sterben. Das sind zwei gegensätzliche, gegenüberliegende Phänomene. Und jemand, der jetzt gerade in der Phase ist, dass er Angehörige verliert, für den ist es nicht lustig. Es geht darum, dass wir, die in der Hospizarbeit tätig sind, dass wir dort vielleicht einen anderen Umgang bekommen. Es gibt Impulse, die wir geben können. Es ist also möglich, tatsächlich Situationen anders zu bewerten. Es ist möglich, Situationen anders vielleicht etwas zu gestalten. Es ist möglich, anders auf Situationen zuzugehen oder mit Situationen zu arbeiten. Und das Element der Überraschung spielt eine zentrale Rolle. Wir haben als Äquivalent zu den Klinik-Clowns auf den Kinderstationen, habe ich was gesucht, was wir auf den Erwachsenenstationen bieten können. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn wir da jemanden mit Pappnase reinschicken, dann sagt er, schon wieder Karneval, ist die Luft raus, ist die Überraschung im Eimer, also machen wir unsichtbares Theater. Ich habe Szenen geschrieben, zwei Schauspieler gecastet. Eine dieser Szenen war so, man ging unangemeldet in das Zimmer einer Patientin, eines Patienten, in diesem Fall war es eine Patientin. Egal was war, in den nächsten 3 bis 4 Tagen, jeder, der dort reinkommt, ob es ein Arzt ist, Angehörige, Pfleger, Physiotherapeut, wird mit den Worten empfangen, du glaubst nicht, was hier gerade los ist. Das Thema Humor und Sterbebegleitung steht für mich im Kontext von Lebenssinn. Es bedeutet, dass ein Leben nicht dadurch sinnlos wird, wenn man eine schwere Krankheit bekommt oder wenn es ans Sterben geht, sondern dass das alles noch zur Lebensseite gehört und dass ich alles als Erfahrung wahrnehmen kann. So wie neugierige kleine Kinder sagen, ach so ist das, das ist ja sonderbar, ich habe es mir anders vorgestellt, so fühlt sich das an. Und wenn ich so offen an mein Leben gehe, egal in welcher Lebensphase, dann glaube ich, profitiere ich davon.
der 90er Jahre und in dem Zeitpunkt haben, glaube ich, schon viele gedacht, also geht's jetzt los, was soll das, Clowns in der Klinik, das ist total absurd, weil das Klischee vom Clown natürlich eher geprägt ist vom Zirkus und was sollen wir mit dieser albernen Figur in diesem ernsten Zusammenhang. Und der Arbeitsbereich von uns Clowns hat sich inzwischen drastisch erweitert, also wir sind nicht nur im Zirkus unterwegs, sondern in der Klinik, in der Psychiatrie, in Seniorenheim, in Behindertenzusammenhängen, in Hospizen. Ja, also die Kinder geben uns einfach die Thematik, mit der wir spielen. Und das ist direkt die Thematik, die in dem Zimmer ist und die das Kind in sich trägt oder die Atmosphäre, die in dem Zimmer ist, mit dem wir arbeiten. Wir haben keine vorgefertigten Shows, mit denen wir arbeiten. Und das, da entsteht über diese Empathie einfach das, was wir in dem Zimmer machen. Das ist immer sehr, sehr spannend.